www.zweitewelle.de, das unabhängige Handball-Online-Magazin. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz des Toyota Handball-Bundesligaspiels TSV Hannover-Burgdorf gegen MT Melsungen. Ich begrüße auf meiner linken Seite den Trainer des MT Melsungen, Michael Roth, und auf meiner rechten Seite den Geschäftsführer der TSV Hannover-Burgdorf, Benjamin Chaton. Im Augenblick lässt sich Christopher Nordmeier noch entschuldigen. Ich hoffe, dass er noch dazu stößt. Ja, zunächst das Statement des Trainers von MT Melsungen. Miguel, was hast du zu dem Spiel? Ja, ich denke, dass die Zuschauer noch ein handballtechnisch und handballtaktisch gutes Spiel gesehen haben heute. Wir haben uns vorgenommen, heute in Burgdorf oder in Hannover letztendlich unter 30 Tore zu bleiben. Und meine Mannschaft ist dafür bekannt, dass sie das auch dann bis aufs Letzte ausreizen. Das war die Chance, für uns zu gewinnen. Burgdorf hat eine sehr starke Offensive und dafür etwas eine schwächere Defensive. Und wir haben ja schon in der ersten Halbzeit gesehen, dass wir mit 18 Gegentreffern da die Bindung zu den Gegnern nicht hatten. Wir hatten speziell Probleme mit Handel, besonders in der ersten Halbzeit. Und wir haben dann in der Halbzeit umgestellt auf 5-1, wo wir uns vorbereitet haben, weil wir dachten, dass vielleicht Morten Rose wieder einen Sahnetag hat. Wir wollten dann zumindest erste 15 Minuten mit der 5-1 Abwehr agieren, um einfach den Rhythmus zu stören von Hannover und dann die letzten Viertelstunde wieder zurück. Was uns natürlich heute in die Karten gespielt hat, war die rote Karte für Piotre, der natürlich dann, denke ich, gefehlt hat und Switch letztendlich das nicht kompensieren konnte. Und die rechte Seite haben wir uns dann besser eingestellt, zweite Halbzeit, sodass wir dann wirklich nach einem schlechten Beginn, nach den ersten 10 Minuten, uns dann gefangen haben und haben immer dran geglaubt. Wir waren auch in der Halbzeit sehr ruhig und sehr konzentriert und haben gesagt, wir haben hier unsere Chance und wenn sie vielleicht auch in den letzten beiden Minuten kommen, wir müssen dran glauben, dran denken, dass wir uns ans taktische Konzept halten. Und dann hat uns natürlich dann auch dann speziell zweite Halbzeit Pelle Sandström extremst geholfen, wichtige Bälle pariert und das ist natürlich dann auswärts letztendlich der Garant gewesen, dass wir unsere Defensive stabilisiert haben und haben in der Offensive weiterhin sehr, sehr gut agiert, wichtige Big Points gemacht und haben dann für uns jetzt natürlich einen ganz wichtigen Sieg eingefahren, der uns jetzt dahin bringt, wo wir eigentlich hinwollen, um Platz 10 in die Top 10 und jetzt wirklich in der Rückrunde die drei sehr gut auszuspielen, Balingen, Bergischer 10, Hannover jetzt eine super Ausgangslage verschafft für den April, wo wir zwei Heimspiele starten und dann im Spiel in Wetzlar drei machbare Spiele haben, wo wir natürlich jetzt versuchen, diese Position zu verteidigen und denke ich, jetzt endgültig aus den Abstiegssaugen verabschiedet. Das ist für uns natürlich und für mich speziell wichtig für die Nerven und das kostet mir besonders viel Nerven. Aber wir werden unser Ziel nicht jetzt aus den Augen verlieren. Wir haben jetzt drei Tage Pause, werden es dann in einer separaten Vorbereitung im April auf diese drei Spiele im April vorbereiten. Und ich freue mich für meine Mannschaft, dass er heute wirklich kämpferisch und spielerisch überzeugt hat. Vielen Dank. Ja, Miguel, vielen Dank. Ich habe noch vergessen, dir herzlichen Glückwunsch zu sagen zum Sieg. Natürlich von unserer Seite ganz klar. Ja, Benjamin, deine Aussage zum Spiel heute. Ja, zunächst natürlich Glückwunsch an die AT. Ich denke, ja, über 60 Minuten muss man dann anerkennen, wenn so ein Spielstand zustande kommt. Wir haben es heute mal wieder nicht geschafft, unter 30 Gegentoren zu bleiben. Von daher kann ich in die Analyse von Michael da einsteigen. Da reicht manchmal unsere Defensivleistung in der Konsequenz, die nötig ist, nicht aus. Ich denke, heute war sicherlich spielentscheidend. Ja, die rote Karte für Piotr aus meiner Sicht, denn so hatten wir nicht mehr die Durchschlagskraft, die wir brauchen, um das Spiel dann ja, in der Form zu gestalten. Dass wir da auch mehr Entlastung schaffen können, wollen lösen. Da mit vielen Aktionen, die heute leider nicht alle geklappt haben, so wie das manchmal vielleicht der Fall ist.
Ja, und dann hat man vielleicht in der 40., 45. Minute schon gedacht, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Aber den konnten wir dann über 60 Minuten leider nicht aufrechterhalten. Und so muss man anerkennen, dass wir heute ein wichtiges Heimspiel nicht gewonnen haben. Keine Frage. Aber ja, nichtsdestotrotz haben wir trotzdem weiterhin das Ziel, in den Heimspielen die nötigen Punkte zu holen. Jetzt brauchen wir mal wieder einen Ausrutscher. Von der Papierform war Melsung vielleicht das leichteste Heimspiel. Vielleicht. Und somit müssen wir jetzt in einem anderen Heimspiel wieder eine bessere Leistung abrufen, um dann die nötigen Punkte noch einzufahren. Jetzt sind wir leider wieder in der Position, zuschauen zu müssen. Am Mittwoch spielt der Bergische AC als direkter Konkurrent. Und hoffen wir mal, dass Göpping uns dort entgegenkommt und dieses Spiel erfolgreich gestalten kann. Vielen Dank. Ja, die direkte Konkurrenz bleibt, aber ich hoffe, dass unsere Mannschaft auch gerade im nächsten Auswärtsspiel, daher HSG Wetzlar, wirklich eine super Leistung bietet. Ich denke, Christopher, ich begrüße dich hiermit natürlich auch. Ich denke, du denkst das auch und das wird die Mannschaft auch tun. Aber zunächst zum heutigen Spiel, was sagst du dazu? Ja, zuerst einmal Entschuldigung, dass ich mich verspätet habe. Es gab noch ein paar Dinge zu klären. Und Gratulation natürlich an die MP-Wesung. Michael, das war natürlich für euch ein wichtiger Sieg und für uns eine wichtige Niederlage im anderen Sinne. Nämlich, wie Benjamin schon gesagt hat, war das natürlich nicht geplant und wir hätten sehr gerne gewonnen. Ja, ich denke, wir haben heute gut angefangen und haben uns dann auch abgesetzt. Aber insgesamt haben wir schon in der ersten Halbzeit zu viele Bälle verworfen, in der zweiten Halbzeit dann auch. Wir haben gar nicht so schlecht gedeckt, obwohl wir 31 Tore gekriegt haben. Aber am Ende darf man einfach nicht so viele Freie verschießen. Und wenn man das macht, dann verliert man so ein Spiel, dass wir am Ende die letzte Chance nicht nutzen, nochmal auszugleichen. Das ist dann natürlich auch ein Beispiel dafür, wie es heute gelaufen ist. Ja, man muss das nehmen, wie es ist. Im Hinspiel kann ich mich erinnern, hast du Worte finden müssen dafür, dass es so gelaufen ist. Heute muss ich das. Es wäre mir nicht leicht, aber ich denke, am Einsatz der Mannschaft, das möchte ich nochmal klar sagen, hat es nicht gelegen, sondern eher an den Fähigkeiten im Torwurf vor. Danke. Ja, vielen Dank, Christopher. Jetzt bitte ich, die Pressefragen zu stellen. Jürgen. Ja, Christopher, kannst du denn noch mal kurz sagen, was gab es denn noch für wichtige Dinge zu klären? Ja, es ist ja fast schon Tradition, dass ich über das, was in der Kabine besprochen wird, nicht spreche. Aber wir haben sicherlich ein bisschen Ursachenforschung betrieben für die Niederlage. Weitere Fragen von eurer Seite? Zur Verletzung von Ivis Jurz. Was hat er genau und wovon ist es abhängig, ob er operiert wird oder nicht? Ivis Jurz hat einen Knorpelschaden im Knie schon längere Zeit, der hat sich verschlechtert. Er wird in den nächsten Tagen operiert werden und wird uns in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Das ist das linke Knie, ja. Ja, weitere Fragen von eurer Seite. Ja, wenn das nicht der Fall ist, bedanke ich mich in der Gesprächsrunde natürlich. Wünsche euch eine gute Heimfahrt und das nächste Spiel vielleicht ein Sieg. Ja, und möchte natürlich hinweisen auf das Spiel am 15.04. hier gegen SC Magdeburg. Da brauchen wir die hannoverschen Zuschauer ganz besonders. Ich hoffe, viele werden. www.zweitewelle.de, das unabhängige Handball-Online-Magazin.